Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Shadow of the Tomb Raider. Es geht um den jungen Mann hier. Den seht ihr sofort, Taki. Wenn ihr das erste Mal in die verborgene Stadt hineinkommt nach Paititi, dann sitzt ihr gleich vorne da auf dem Stein und ihr solltet am besten sofort die Nebenquest, die ihr euch anbietet, auch annehmen. Dann schickt ihr euch erstmal zu Pico, dem Toten. Da gehen wir mal kurz gemeinsam hin. Ich blende das immer relativ gut, hoffe ich mal, auf der Map ein, wo sich die Jungs befinden. Und Pico, ja, möchte natürlich, dass wir ihm erstmal einen Gefallen tun. Wir sollen 5 weitere Leute finden. Und die 5. Person, die wir finden werden, ist dann die junge Dame, die dann als für uns als Händler freigeschaltet wird, wo wir den Dietrich kaufen können und wo wir auch das Aufstiegswerkzeug kaufen können. Das ist also der Grund, warum wir die Quest machen oder halt, weil sie da ist. Ist natürlich auch ein Grund, aber uns geht es hier in dem Video darum, wie wir den Dietrich erlangen, um die ganzen Schatzkisten aufzumachen und dementsprechend natürlich auch die entsprechenden Erfolge freizuschalten für öffne alle Schatzkisten und habe 100% alles komplett und bla bla bla. Ganz genau darum geht es hier und deswegen sind wir jetzt bei Pico, dem Toten. Wir fangen also an bei Taki, der gibt uns die Nebenquest Takis Würfel. Dann rennen wir zu Pico. Pico gibt uns wiederum die Quest Finde 5 verborgene, verstoßene, die waren es richtig, ganz genau. Also, die 5 Jungs suchen wir uns beisammen. Und die 5., wie gesagt, ist dann die Händlerin, wo wir den Dietrich kaufen können. Ich werde das hier euch jetzt hier im Video relativ, bei 12 Minuten Video nicht knapp zusammengeschnitten, aber einigermaßen mit euch gemeinsam durch die Quest laufen, sodass auch ihr zum Schluss auf alle Fälle den Dietrich habt. Und vor allem die wichtigste Information war ja für euch eigentlich gewesen, wo bekommt man den verfluchten Dietrich denn überhaupt her? Und das ist halt, wie gesagt, hier über diese Nebenquest, die in der verborgenen Stadt startet, von Taki ausgelöst wird. Und dann sehen wir hier auf der Map die ganzen Markierungen für die Verstoßenen. Das sind natürlich logischerweise erstmal die 4, die wir nicht brauchen, also die wir nicht brauchen fürs Werkzeug. Und dann als letztes junge Dame mit roten Tattoo im Gesicht, wo wir dann, wie gesagt, den Dietrich kaufen können. Ich lasse euch mit dem Rest des Videos alleine. Ihr könnt ja entweder A, zu den einzelnen Leuten durchspringen oder hier mit zweifacher Geschwindigkeit vorspulen oder was immer ihr auch gerne möchtet. Und hoffe, das kleine Video hat euch auf alle Fälle gefallen, den Dietrich zu erlangen. Ich denke, die wichtigste Info war halt einfach, wo bekomme ich das Ding überhaupt her? Und das ist über diese Nebenquests von Taki. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste an dem Video. Den Rest kriegt ihr wahrscheinlich auch so ganz gut hin. Dürft natürlich trotzdem gerne zu Ende schauen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, den Daumen nach oben da lassen. Vielleicht sogar den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr hier nichts Neues mehr. Und ich sage bis zum nächsten Video. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. Sie sagten, ich bin er. Hallo, Pisco schickt mich. Wirklich? Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Welche Fremden? Sie tragen Schwarz und haben seltsame Waffen. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für Sie. Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt, ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, Ishik.
Le coyote, hop human tu patch le cuño. Vale, le pie, hatch, yan. Weißes Wasserschwein. Hallo, bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du es gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ishik. Nun diene ich. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Laura. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyie verloren? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah, nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe X-Chels Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene X-Chell mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, Ishik. Rimak. Hallo. Hallo. Du bist Laura, nicht wahr? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraika. Ich höre deinen Namen heute schon zum zweiten Mal. Die Kultisten reden über dich. Du hast die Säuberung eingeleitet. Den Schlüssel von Shakshel gefunden. Ja, bin ich. Oh, keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an?
Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimac? Sie entscheidet über das Schicksal der Welt. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimac? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimac? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Viel Spaß damit. Ein gutes Geschäft. Danke.